Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars Old Republic. Wir benutzen jetzt mal das Holo-Terminal und mal sehen, wo es dann hingeht. Meister Braga, euer Padawan und der republikanische Stützpunkt sind in Sicherheit. Die Imperialen haben angegriffen, aber ich konnte sie in die Flucht schlagen. Saya hatte eine Vertrauenskrise, aber ich habe ihm den rechten Weg gewiesen. Er hat keine Angst mehr zu kämpfen. Das mag sein, aber Quash ist kein Platz für einen Padawan. Ich werde ihn an einen sicheren Ort bringen lassen. Danke, dass ihr Sayas Wohlbefinden bestätigt habt. Habt ihr noch etwas anderes zu berichten? Ich bin im Zorn des Imperators begegnet. Quash braucht mehr Jedi. Meine Mission hier ist erledigt. Ich mache mich daran, Quash zu verlassen. Unser Stoßtrupp verfolgt ein neues Ziel auf dem Eisplaneten Hoth. Wir haben es dort mit Piraten und Imperialen zu tun. Wir brauchen eure Hilfe. Reist nach Hoth und kontaktiert Jedi-Ritter Lea Nares. Sie wird euch alles weitere erklären. Möge die Macht mit euch sein. Meister Braga, Ende. So, jetzt wollen ihr alle wieder mit mir quatschen. Na, Tini 7, der Doc. Naja, alle. Das ist ein bisschen zu viel, alle drei, ne? So, mit wem fangen wir denn jetzt mal an? Jedes Mal, wenn Sie von einer Mission zurückkehren, danke ich dem Erbauer, dass ich nicht für den Kampf gemacht wurde. Jedes Mal, wenn ich wiederkomme, wundere ich mich, warum du noch da bist. Ich muss schon sagen, das ist wirklich ein gemütliches Raumschiff. Ich habe im Outer Rim nie so etwas Bequemes gesehen. Die Leute dort benutzen Steine als Kissen. Und medizinische Versorgung? Vergesst es. Colto könnte genauso gut ein Mythos sein. Die Arbeit als Arzt außerhalb vom Kern ist echt hart. Dann habt ihr eure Karriere nicht auf Balmorra angefangen? Ich wurde auf Raltir geboren und habe meinen Abschluss an der Universität von Coruscant gemacht. Mit Auszeichnung. Ich hätte nach Hause gehen, einen sicheren Job als Arzt annehmen und vor Langeweile sterben können. Aber ich bin ein Mann der Tat. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Leute mich schon umbringen wollten, weil ihre Planeten dank mir jetzt eine ordentliche medizinische Versorgung haben? Ihr hattet wohl eine Menge unzufriedener Kunden. Alle meine Patienten lieben mich. Sogar die, die es nicht schaffen. Die Grenzwelten sind voller Piraten, Schurken und Steuereintreiber. Aber mit dem alten Doc können sie es alle nicht aufnehmen. Nicht jeder braucht ein Laserschwert und Geistestricks, um sich aus einer misslichen Lage zu befreien. Ich brauche sie auch nicht, aber es macht die Sache einfacher. Ich verlasse mich lieber auf meinen überlegenen Intellekt und natürlichen Charme. Das funktioniert immer. An eurer Stelle würde ich das Schiff lieber nicht ohne mich verlassen. Gebt mir die Holofrequenz des Hohen Rats der Jedi. Der alte Doc muss sich mal mit euren Bossen unterhalten. Dieser Kodex, dem ihr da folgt, schnürt euch ja regelrecht die Luft ab. Das ist doch nicht gesund. Aus meiner Berufserfahrung wird die Wahrscheinlichkeit, der dunklen Seite zu verfallen, durch regelmäßige Dosen an Lebensfreude drastisch reduziert. Wie genau soll es mich vor der dunklen Seite bewahren, wenn ich mich Genüssen hingebe? Es ist, als würde man über längere Zeit winzige Dosen Gift einnehmen. Irgendwann wird man dagegen immun. Aber zum Glück bin ich ja da, damit hier was passiert. Ohne mich würde es auf diesem Schiff viel zu ernst zugehen. Na, wenn er meint. Ich wusste, du würdest es schaffen, T7. Eckhorn ist ein imperialer Spion. Jemand muss ihn ausschalten.
Ich spüre da ein Muster, T7. Na, ich werde erstmal versuchen, in Zukunft meinen Gefährten gegenüber mich nur richtig wie ein A-Punkt-Punkt zu verhalten. Dann fangen wir gleich mal mit Kira an hier. Übrigens, diese Bande auf Narshadar, die ich ausgeschaltet habe, die Ur-Kossaks, sie wollten mich von den Flüchtlingen abwerben. Mit ihnen wäre ich besser dran, meinten sie. Sie hatten Credits, Nahrung, ein nettes kleines Clubhaus. Für all das hätte ich nur einen Verbrecherrivalen ausschalten müssen. Sicherheit im Tausch gegen den Tod eines Verbrechers? Das hätte sich vielleicht gelohnt. Damals habe ich eine schlaflose Nacht damit zugebracht, genau darüber nachzudenken. Ich verfüge über die Macht und meine Sith-Ausbildung. Ich hätte diese Bande anführen können, wenn ich nur gewollt hätte. Stattdessen habe ich das Richtige getan. Meistens. Gewalt ist falsch, so viel ist klar. Aber meine Freunde sind in Sicherheit, weil andere Banden Angst davor haben, so zu enden wie die Ur-Kossaks. Ironie des Schicksals. Einige Leute in dieser Galaxis müssen nun einmal sterben. Wir sollten uns nicht damit aufhalten, mit ihnen zu diskutieren. Das sage ich mir selbst jedes Mal, wenn wir einen Kampf austragen. Sie oder wir. Ich weiß immer noch nicht, ob das, was ich auf Narshadar getan habe, richtig oder falsch war. Aber es war notwendig. Gut, dann reisen wir jetzt mal nach Hoth. Bitte identifiziert euch. Meister Tul Braga schickt mich, um euch zu helfen. Ich habe bereits von eurem Erfolg auf Balmorra erfahren. Gut, dass ihr hier seid. Als ob Hoth nicht schon an sich feindlich genug wäre, muss ich mich auch noch mit dem Imperium und Piraten vom Weißen Schlund herumschlagen. Ich bekomme hier ziemlich viele Störungen. Was ist los? Die Atmosphäre des Planeten richtet auf allen Komfrequenzen Chaos an. Wir können froh sein, überhaupt ein Signal zu haben. Hoth ist einer der größten Raumschifffriedhöfe der Galaxis. Während des Krieges gab es eine riesige Schlacht im Orbit. Dutzende Schiffe stürzten auf die Oberfläche. Durch die klirrende Kälte sind sie noch immer gut erhalten. Manche sind noch fast intakt. Unser Ziel ist in dem Raumschifffriedhof, richtig? Eines der abgestürzten Schiffe enthält einen kompletten technischen Datensatz über die Festung des Imperators. Eine Karte vom Haus des bösen Buben. Nicht schlecht. Einer der besten Wissenschaftler des Imperiums während des Krieges hat die Verteidigungsmaßnahmen der Festung verbessert. Er war der einzige Nicht-Sith, der das Innere je gesehen hat. Die technischen Daten gingen verloren, als der Wissenschaftler hier abstürzte. Das Wrack seines Schiffs wurde nie gefunden. Ich glaube kaum, dass die Daten den Absturz überstanden haben. Das ist reine Zeitverschwendung. Ihr werdet überrascht, was alles noch intakt ist. Es gibt einen guten Grund dafür, dass alle nach Hoth kommen. Ohne diese technischen Daten ist die Infiltration der Festung des Imperators nicht möglich. Wir dürfen nicht scheitern. Ich bin gerade auf dem Weg zum Hauptstützpunkt der Republik. Nehmt eine Fähre zur Oberfläche und trefft mich dort. Leonaris Ende. Thank you.
Wollt ihr nach Hoth, Jedi? Die Fähre ist abflugbereit. Wir warten nur noch auf die Starterlaubnis vom Stationscontroller. Das ist ein gefrorener Felsen am Rand der Galaxis. Wie viel Verkehr kann es da schon geben? Psst, mach ihn nicht wütend. Sonst entdeckt er noch eine Fehlfunktion an einem der Instrumente oder irgendwas anderes, um meine Fähre den ganzen Tag hier zu behalten. Es gab mehr Verkehr, als wir mit den Bergungsoperationen begonnen haben, aber seit einer Weile ist niemand mehr hochgekommen. Die Schiffe sind vermutlich festgefroren. Ihr solltet wirklich versuchen, diese Verzögerung zu genießen. Jeder Moment, in dem ihr nicht erfriert, ist ein guter Moment. Das klingt immer weniger nach einer guten Idee. Es gibt einen Grund dafür, warum ich mehr Zeit hier oben verbringe als auf dem Planeten. Bevor ich's vergesse, ihr werdet diese Kälteausrüstung brauchen. Wenn ihr Glück habt, werdet ihr sie nicht oft einsetzen müssen. Alles in Ordnung. Starterlaubnis erteilt. Ihr solltet euch beim Kommandanten des Aurex-Stützpunktes melden, wenn wir landen. Er kann euch noch viel mehr über Hoth erzählen. So viel will ich über diesen Eisklumpen gar nicht wissen. So. Das muss ich erstmal ganz kurz gucken, was ist jetzt hier? Selbstmordschwadron. Oh klar, hier ist Klasse und hier ist Planetenquest. What? Dass ich euch nicht treffen konnte. Wir müssen uns gegen eine groß angelegte imperiale Invasion wehren. Sie haben uns überrascht. Wir wussten, dass das Imperium hier ist. Wie konnten sie uns dann überraschen? Bis jetzt hat sich das Imperium mehr mit den Piraten vom Weißen Schlund beschäftigt als mit uns. Ich verteidige einen Frontaußenposten, aber unser Unterstützungsteam sitzt ganz in der Nähe von euch in der Falle. Ich übermittle gerade die Koordinaten. Es handelt sich um eine Einheit der 301. Infanterie, die von Sergeant Rask angeführt wird. Sein Trupp wird von imperialen Suchdroiden überrannt. Wenn die Soldaten gut sind, sollten ihnen ein paar Suchdroiden keine Probleme bereiten. Diese Droiden sind darauf programmiert, auf ihre Ziele zuzustürmen und dann in der Nähe zu explodieren. Eins muss man den Imperialen lassen. Wenn es ums Töten geht, sind sie wirklich innovativ. Sergeant Rask hat äußerst wichtige Informationen für uns. Ich zähle auf euch, dass ihr ihn und seine Männer rettet. Möge die Macht mit euch sein. Ach, jetzt muss ich hier wieder die Kastanien aus dem Feuer holen. Was soll denn der Coole verlangen? Jedi! Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass ihr gekommen seid. Willkommen im Aurex-Stützpunkt. Naja, was davon übrig ist. Ich bin Lieutenant Leskin. Hat euch das republikanische Oberkommando geschickt? Wurde mein Notsignal empfangen? Ich denke nicht, dass euer Signal durchgekommen ist. Die Station machte einen ruhigen Eindruck. Ihr wisst es nicht? Wenn ihr nicht als Antwort auf meinen Notruf hier seid... Weiß ich nicht, was wir tun sollen. Wir halten nicht mehr lange durch. Eine Explosion in einem der Gleiterhangars hat die Hauptenergie ausgeschaltet. Sekunden später standen wir unter starkem Beschuss durch das Imperium. Unsere Schilde hatten noch nicht auf das Notsystem umgeschaltet. Wer hat hier die Befugnis? Ich bin der ranghöchste Offizier, der noch übrig ist. Ich habe versucht, das republikanische Oberkommando zu kontaktieren. Ich weiß nicht, was wir hier tun sollen. Wir haben noch immer Leute da draußen im Einsatz auf einer wichtigen Mission. Zumindest war das so, als wir angegriffen wurden. Aber die Imperialen und die Kälte... Ich habe nicht genug Leute für eine Suchmannschaft. Bitte, wenn ihr da rausgehen könntet. Ihr seid ihre einzige Chance. Wohin soll ich mich begeben? Sie sind ausgezogen, um die Langstreckensensoren zu überprüfen. Wenn die wieder laufen, warnen sie uns, bevor uns ein weiterer Angriff trifft. Wenn ihr sie findet, gebt ihnen das hier. Waffen und Vorräte.
Dann schaffen Sie es vielleicht zurück. Ich danke euch. So, die Leute sind genau hier. Ich glaube, dort in dem Gebäude sind sie drin. Als ob sie von dort aus nicht zu Fuß hierher laufen können. Oder nee, nicht in dem Gebäude hier. Quatsch, hier sind sie drin. Habe ich Halluzinationen? Ich hätte nicht gedacht, dass auf diesem Planeten noch jemand am Leben wäre. Was gibt es Neues vom Aurex-Stützpunkt? Außer Rauschen empfange ich nichts. Langsam glaube ich, sie sind schon abgerückt und haben uns zurückgelassen. Der Aurex-Stützpunkt ist in schlechtem Zustand. Sie haben schwere Verluste erlitten und brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass du nicht so negativ sein sollst. Sie haben uns nicht zurückgelassen. Sie sind nur fast alle tot. Stimmt. In Sachen Optimismus bist du wirklich ein Vorbild. Was ist mit unserer Mission? Wir können die Sensoren nicht in diesem Zustand lassen. Kehrt einfach nur lebend zum Stützpunkt zurück. Die Sensoren können warten. Wir waren hier draußen, um die Langstreckensensoren zu überprüfen. Sie wurden beim Angriff beschädigt, können aber leicht repariert werden. Jedenfalls, wenn man sie erreichen kann, was wir offensichtlich nicht konnten. Ohne die Sensoren ist der Aurex-Stützpunkt blind. Sie werden keine Warnung erhalten, wenn das Imperium kommt. Wenn ihr die Anlage erreichen könnt, könnt ihr sie wieder in Betrieb nehmen. Es gibt jedoch viele Imperiale in der Gegend. Wir sollten aufbrechen, wenn wir nicht erfrieren wollen. Wir sehen euch dann im Stützpunkt. Na gut. Dann wollen wir mal. Das war der erste. Der zweite ist irgendwo da hinten, ich glaube. Der da, ne? Halt mein Lichtschwert! So, der nächste, was müsste der da sein? Und dann glaube ich der da hinten.
So, warte mal. Benutze die Kommunikationskonsole. Ach ja, dann fühlen wir die auch noch mal tot. Riss mein Lichtschwert! Muss ich aber. Na, jetzt kehren wir erstmal zurück. Und dann reden wir erstmal mit Lasken und dann holen wir Rust und seine Männer. Wenn ihr was seht, was euch gefällt, gebt mir ein Zeichen. Eure Credits sind jederzeit willkommen. Danke. Ihr habt es geschafft. Willkommen zurück. Jetzt, da die Langstreckensensoren wieder laufen, sieht es so langsam so aus, als könnten wir das hier überstehen. Jedi, wir fühlen uns geehrt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zu helfen. Diese Leute verdanken euch ihr Leben. Ich danke euch. Ein paar Leute mehr und ein Frühwarnsystem werden diesen Stützpunkt nicht vor dem Imperium retten. Sir, soeben wurde ein Notsignal beim Energierelais abgefeuert. Das Relais ist der einzige Grund, dass wir noch Schilde und Wärme haben. Wenn die Teils, die es verteidigen, überrannt werden... Befehle, Lieutenant? Ich weiß nicht. Ist Lieutenant euer Vorname? Für einen Offizier zeigt ihr ja nicht gerade viel Führungsqualität. Es tut mir leid. Bitte, geht zum Relais. Wenn ihr das Imperium nicht zurückhalten könnt, setzt ein Notsignal. Wir werden versuchen, den Stützpunkt soweit möglich zu evakuieren. Ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und sagt, das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.